Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Tagesbotschaft. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Wir schauen, um was geht es. Oh, ihr bekommt hier Kommunikation. Es kommt Kommunikation in euer Feld. Jemand braucht Beistand heute. Jemand braucht deine Unterstützung und wird es dir mitteilen. Und du darfst hier ein Stück weit flexibel sein. Okay, das ist eine Message. Lasst uns schauen. In Bezug auf was haben wir denn hier? Ja, wir haben, ich wollte es gerade sagen. Wir haben hier Beistand. 34, Quersumme 7. Jetzt haben wir hier die 7 der Schwerter. Guck mal, was sich hier versteckt hat. Es geht hier um Kommunikation und du sollst bitte heute, wie das passt, oder? Die Kommunikation, die auf dich zukommt hier und die Beistandschaft oder den Beistand, den du leisten sollst. Überprüfe bitte, ob die Botschaften, die heute auf dich zukommen, ob die ehrlich gemeint sind oder ob man dich nur vorführen möchte. Hier ist es wichtig, dass du bitte überprüfst. Kriege unehrliche Kommunikation in dein Feld. Das ist nicht gut. Was ich sehr gut finde, ist, dass du hier die Königin der Münzenenergie heute lebst. Du bist flexibel, aber du bist die langsamste Energie. Das heißt, es kommt Kommunikation auf dich zu. Es bittet jemand dich um Unterstützung in einer Situation, wo ich denke mal, jemand etwas verbockt hat, dir das aber nicht sagt. Ja, und du darfst hier so flexibel sein, dir das rausnehmen, dir diese Situation anzuhören und aber auch dir die Zeit zu nehmen, um darüber zu philosophieren und zu sagen, machst du es oder machst du es nicht. Diese Person kommt hier mit liebevollen Absichten auf dich zu, das kann dein Gegenüber sein. Vielleicht war er nicht ehrlich zu dir und bittet jetzt darum, wieder zu dir zurückkommen zu dürfen. Ist aber nicht ehrlich, weil er dir hier irgendwas nicht erzählt. So nach dem Motto, ich habe Knickknack mit einer anderen gemacht, ne? Und jetzt erzähle ich dir mal, dass ich dich so sehr vermisse und dass ich mich so sehr nach dir sehne. Also bitte ein bisschen vorsichtig hier, ja? So, ich gehe jetzt mit den Lennys nochmal rein in die Acht der Stäbe. Was ist das hier für eine Kommunikation, die auf dich zukommt? Die löst hier irgendeinen Konflikt aus. Es könnte auch sehr gut sein, dass du jemanden hier überprüfst und ihn zur Rede stellst. Und dieser jemand reagiert dann entsprechend verletzt und ey, warum bist du so? Was glaubst du mir nicht, wenn ich dir das sage? Hier ist irgendwas unehrlich. Du sagst, pass mal auf, ich fühle, irgendwas stimmt hier nicht. So, eventuell könnte es auch sein, dass du hier Informationen in der Öffentlichkeit hörst, die der Wahrheit entsprechen und dein Gegenüber kommt, bittet um Hilfe und erzählt was ganz anderes. Mhm. Das ist ja schon wieder schön hier. Ja, es geht hier um eine Geschichte in Bezug auf die Arbeit. Vielleicht bist du auf der Arbeit und sagst, du gib mir Zeit, ich muss drüber nachdenken. Es ist etwas, was dir auch Arbeit machen könnte, diese Situation, wo du Arrangement zeigen musst, wo du Aktivität zeigen musst. Aber dieser Mensch hat bei dir keine Chance mehr. Du kürzt hier irgendetwas heute. So, wartet mal, ihr Süßen. Hier ist gerade eine Karte runtergefallen. Habt ihr bestimmt mitgekriegt. Ja, Engel für Schein und Wirklichkeit. Mhm. Ich lasse meine Illusionen fallen und blicke der Realität ins Auge. Leute, ist das nicht mega? Deswegen liebe ich das, wenn ich die Karten mische. Weil es gibt ja auch diese Specials hier, die sagen, nee, das ist alles nur vorgelegt, ne? Nee. Und ihr seht, wie die Karten miteinander sprechen. Schein, Illusion, hier, 7 der Schwerter, ja? Also hier, bitte, einmal. Ich lasse meine Illusion fallen. Ich blicke der Realität ins Auge. Die Realität ist, dass hier jemand unehrlich zu dir ist. Ich soll jetzt mal die Karten umdrehen. Na, schauen wir, was jetzt für ein Burner kommt. Ja, hier, schaut mal. 8 ist wie 8 der Kelche, ein Zustand verlassen, ja.
6, also 15, Quersumme 6 ist auch dieses Vorangehen, ne, mit 6 der Schwerter zum Beispiel. Du verlässt einen Zustand und gehst in Richtung neue Ziele, in Wahrheit gehst du weiter. Engel für Richtung und Ziel. Ich kenne meine Ziele und erreiche sie auch. Eine super Affirmation, ein tolles Mindset. Ich möchte jetzt aber trotzdem wissen, was dein Gegenüber dir noch sagen möchte. So, dazu nehme ich hier von Amaryllis die You and Me Karten. Was möchte dein Gegenüber dir noch sagen? Er kommt ja hier mit einem Angebot oder einer Entschuldigung auf dich zu. Schauen wir mal. Du bist die Liebe meines Lebens, sagt er. Ja, und du sagst ja, und du warst die Liebe meines Lebens. Bam. Dann sagt dein Gegenüber zu dir, ein Leben lang an deiner Seite, das wünsche ich mir. Mhm. Und du, die Chance hattest du gehabt. Du hast die Entscheidung getroffen und warst unehrlich. Hier hat jemand keine Chance mehr bei dir. Du gibst hier jemandem einen Korb. Bumm, macht's. Kravum, du bist die Lektion für jemand. Sehr schön. Lady Power vor. Und alle Männer, natürlich ihr auch, ganz klar. Die Liebe ist leicht, die Liebe fließt. Und wenn sowas hier ins Feld kommt, Konflikte, ja, da hast du keinen Bock drauf. Das heißt, brauchst dich nicht mehr entschuldigen. Ne? Brauchst gar nicht mehr zu mir ankommen. Ich höre mir das zwar gerne an, natürlich, klar. Ja, aber warum soll ich dir helfen? Du hast doch die Entscheidung getroffen. Du hast doch die Entscheidung, die du getroffen hast, getroffen. So, und wenn du ihn darauf ansprichst, die Person, und die hier in den Konflikt geht, dann weißt du, Bellende Hunde beißen nicht. Und da hast du keinen Bock drauf. Ne? Da kann er dir sonst was erzählen. Er kann dir auch mit einem Koffer einer halben Mille vor dir stehen. Da hast du keine Lust drauf. Weil du wüsstest immer wieder, im Unterbewussten, das kommt immer wieder vor, dass der unehrlich ist. Und das machst du nicht mit. Ne? Also, schön, dass ihr so stabil seid. Ich wünsche euch ganz viel Licht und Liebe.